Die Polizisten sind geschockt. Spielzeug, sadomasochistische Gegenstände und eine Schaukel sollen für die Produktion zahlreicher Pornovideos mit Kindern als Kulisse gedient haben. Es war ein Schock. In meiner Karriere als Polizist habe ich noch nie etwas so Bizarres, so Aggressives gesehen. Furchtbar, wirklich. Ich war wirklich entsetzt. Der Beschuldigte ist ein 73-jähriger Deutscher. Er lebt im Viertel Santissimo im Westen Rios. Bei den Missbrauchten soll es sich um Kinder aus der Nachbarschaft handeln. Wir wurden alarmiert, als eine Mutter von zwei Töchtern, 12 und 14 Jahre alt, zu uns kam. In dem Haus fanden die Beamten zahlreiche Datenträger mit rund 30.000 Pornovideos, darunter auch Kinderpornografie. Jetzt unterstützt auch die deutsche Bundespolizei. Der Beschuldigte hatte ein Reisebüro und soll so Touristen Sex mit Kindern und Jugendlichen vermittelt haben, so die Ermittler. Für die Beamten geht es nun darum, die Kontaktpersonen und Abnehmer der Videos zu finden.